Am 28. Juni 1914 ermordeten serbische Nationalisten den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand d'Este und dessen Gemahlin. Österreich-Ungarn wollte die Gelegenheit nutzen, mit dem Erzfeind Serbien abzurechnen und stellte nun, nach Rücksprache mit seinem Verbündeten Deutschland, Serbien ein Ultimatum. Serbien hielt seinerseits Rücksprache mit seinem Verbündeten Russland und lehnte das Ultimatum ab. Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Russland begann mit der Mobilmachung seiner Streitkräfte. Deutschland forderte Russland auf, die Mobilmachung zurückzunehmen und machte, nachdem dies nicht geschah, seinerseits mobil und erklärte Russland am 1. August 1914 den Krieg. Frankreich erklärte Deutschland auf Anfrage, dass es sich in diesem Konflikt nicht neutral verhalten werde. Daraufhin erklärte Deutschland Frankreich am 3. August den Krieg und marschierte am 4. August 1914 ins neutrale Belgien ein. Wegen der Verletzung der belgischen Neutralität erklärte Großbritannien Deutschland noch am gleichen Tag den Krieg. Aus einer Streitigkeit auf dem Balkan war ein Weltkrieg geworden, da die beteiligten Großmächte Kolonien auf der ganzen Welt besaßen. Der Entente, bestehend aus Großbritannien, Frankreich und Russland, standen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn gegenüber. Die Großmächte leiteten nun Offensiven ein, welche den Krieg innerhalb wenigen Wochen beenden sollten, tatsächlich jedoch alle fehlschlugen und zeigten, dass dieser Krieg länger dauern sollte. Zuerst griff Frankreich Deutschland in Elsass-Lothringen an. Der Angriff wurde vom linken Flügel der deutschen Armee zurückgeschlagen. Gleichzeitig griff der rechte Flügel der deutschen Armee über Belgien und Luxemburg kommend Frankreich an. Auch dieser Angriff blieb am Fluss Marne stecken. Die Deutschen zogen sich zur Aisne zurück und errichteten eine Abwehrfront aus Schützengräben. Für 4 lange und blutige Jahre sollte sich diese Front kaum mehr verändern. An der Ostfront griffen die Russen Deutschland in Ostpreußen und Österreich-Ungarn in Galizien an. Kein Erfolg war den 3 österreich-ungarischen Offensiven gegen Serbien beschieden, die im Herbst 1914 allesamt scheiterten. Die Deutschen hatten im Osten nur schwache Verteidigungskräfte, da sie zuerst Frankreich schlagen wollten und von einer langsamen russischen Mobilmachung ausgegangen waren. Trotzdem gelang es Deutschland, Russland in der Schlacht bei Tannenberg und in der Schlacht an den Masurischen Seen vernichtend zu schlagen und nach einer dritten Schlacht, der Winterschlacht in den Masuren im Februar 1915, wurden die Russen endgültig aus Ostpreußen vertrieben. Zudem besetzten die Deutschen Teile Polens. In der ersten Hälfte des Jahres 1915 befand sich Österreich-Ungarn in einer katastrophalen Lage. Es hatte Hunderttausende von Soldaten verloren und mit Galizien einen größeren Teil seines Landes an die Russen verloren. Zudem drohte der Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente. Österreich-Ungarn müsste dann an 3 Fronten kämpfen, was das angeschlagene Militär des Landes überforderte. Aus diesem Grund entschloss sich Deutschland, Österreich-Ungarn mit einer gemeinsamen Großoffensive zu unterstützen. Anfang Mai 1915 griffen die Mittelmächte mit konzentrierten Truppen und einem beträchtlichen Artillerieaufgebot die Russen bei Gorlice und Tarnow an und durchbrachen die feindlichen Linien auf breiter Front. Russland verlor über 100.000 Mann an Gefallenen und Verwundeten und bis zu 250.000 Mann gerieten in Gefangenschaft. Dem standen 40.000 Tote und Verwundete auf Seiten der Mittelmächte gegenüber. Die russischen Verluste waren also mehr als doppelt so hoch und wurden noch größer, denn auf Gorlice-Tarnow begannen die Mittelmächte mit einer Sommeroffensive, die das Ziel hatte, den Osten Galiziens, Polen und die westlichen Teile Weißrusslands, Litauens und Lettlands zu erobern. Die Sommeroffensive ist gerade am Laufen und es ist unser Auftrag, eine Aufklärungsmission über den polnischen Wisnice durchzuführen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Empire Earth, die deutsche Kampagne. Und ja, es ist eigentlich eines meiner Lieblingsspiele. Empire Earth ist ein Sierra-Spiel, kam 2001 raus. Ich meine, man kennt ja Sierra vor allem von Spielen wie Leisure Suit Larry oder Space Quest oder King's Quest, also Adventures. Aber nein, Sierra hat auch andere Spiele gemacht und so eben dieses Echtzeit-Strategiespiel Empire Earth, aber auch Dynamics Flugsimulatoren haben sie auch gemacht, also haben schon tolle Spiele gemacht, Sierra. Gute alte Firma Sierra.
Doch wir wollen jetzt starten. Und zwar starten wir mit der ersten Mission. Ich habe bereits schon ein bisschen, hier müsste noch der Name stehen, obwohl ich glaube, das wird sowieso wieder gelöscht. Ich glaube, das ist nur für die Zufallskarte. Kampagne spielen und wir spielen, es gibt die griechische Kampagne, das spielt im alten Griechenland bis zu Alexander dem Großen. Dann die englische Kampagne spielt im Mittelalter und am Schluss kämpft man noch gegen Napoleon bei Waterloo. Dann die deutsche Kampagne spielt im Ersten und Zweiten Weltkrieg und die russische Kampagne spielt schließlich in der Zukunft. Wir spielen zuerst mal die deutsche Kampagne. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen angefangen zu spielen, aber wir fangen natürlich mit der ersten Mission an. Kampagneninformationen. Die unabhängigen deutschen Staaten vereinigten sich im späten 19. Jahrhundert, um die mächtigste Nation Europas zu werden. Während der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts konnten die unübertroffenen bewaffneten Streitkräfte Deutschlands nur schwer durch die vereinten Kräfte der gegnerischen Allianzen in Schach gehalten werden. Führen Sie Deutschlands Truppen durch einige der zerstörerischsten, aber auch historisch bedeutsamsten Jahre der Weltgeschichte. Gut. Und wir spielen, ich spiele ja eigentlich immer ab schwer und ich glaube, ich mache das auch mal wieder. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, es ist kein einfaches Spiel und ja, ich bin mal gespannt. Die frühen Tage der Luftfahrt waren aufregend und gefährlich. Ein stotternder Motor, ein Holzrahmen und etwas Stoff, nur das hielt die Flugpioniere in der Luft. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 mussten die Piloten noch mit einer weiteren Gefahr kämpfen. Kugeln. Manfred Freiherr von Richthofen wurde der neuen deutschen Luftwaffe als Beobachter zugeteilt. Er und Holk, sein Pilot, sind hinter die Linien der Ostfront geflogen, um die Stellungen der zurückweichenden russischen Armee zu fotografieren. Aber nahe der Stadt Wischnice werden sie vom Boden aus bombardiert. Mit einem durchlöcherten, qualmenden Flugzeug müssen sie notlanden. Tief in russisch besetztem Gebiet müssen sie jetzt versuchen, ihre Mission zu retten und sicher ins deutsche Hauptquartier zurückzukehren. Genau, danke vielmals fürs Sprechen. Da muss ich nicht so ganz so viel nachsprechen. Missionsziele. Richthofen und sein Pilot Graf Holk müssen nach Westen gelangen, wo anrückende deutsche Truppen sie retten können. Richthofen und Holk müssen beide überleben. Dann haben wir hier die Karte, hier Berlin und da hier Wischnice. Ich habe noch eine andere Karte gemacht, wo man das auch nochmal sieht, wo Wischnice genau liegt und so. Und auch die Frontlinien und alles. Doch jetzt hier diese Karte. Dann haben wir hier, das hatten wir, die Einführung. Dann haben wir hier noch Geschichte. Als der Erste Weltkrieg begann, waren Flugzeuge noch neu. Sie wurden vorwiegend zur Aufklärung genutzt. Fanden aber mit der Zeit auch neue Verwendung, schon bald dröhnten Bomber und Jäger über die Schlachtfelder. Kampfflugzeuge und ihre Piloten taugten besonders für romantische Geschichten von Ruhm und Ehre. Luftzweikämpfe fanden im Ersten Weltkrieg häufig statt, der Mythos vom Fliegerass war geboren. Diese Helden wurden nicht wegen ihrer Erfolge berühmt, sondern auch als Persönlichkeiten. Viele waren echte Berühmtheiten in ihrer Zeit, einige Namen wurden unsterblich. Manfred Freiherr von Richthofen begann seine Laufbahn in der preußischen Kavallerie. Er kämpfte zu Beginn in Russland, wurde jedoch zur deutschen Luftwaffe versetzt, als der Bodenfeldzug stagnierte. Im Herbst 1915, nach ein paar Wochen der Beobachtung und nur 24 Stunden echter Ausbildung, flog Richthofen seine erste Maschine und machte eine Bruchlandung. Nur ein Jahr später wurde Richthofen zum legendären Roten Baron, dem größten Fliegerass des Ersten Weltkriegs. Im Krieg führte Manfred von Richthofen ein Tagebuch über seine Einsätze, das kurz vor seinem Tod veröffentlicht wurde. Eines seiner ersten Abenteuer fand noch vor seinem Erstflug statt, als er mit seinem Piloten und Freund Graf Holk hinter die russischen Linien geriet. Also eigentlich diese Mission hier. Dann haben wir hier noch Richthofen und Holk können als Beobachter weitersehen als russische Truppen. Vorsichtige Bewegung kann Ärger ersparen. Einige russische Außenposten enthalten nützliche Dinge, es könnte sich also durchaus lohnen, mehr dieser Posten zu besuchen als absolut nötig. Und wenn sie zur Front kommen, ist es klug, den Weg von deutschen Truppen räumen zu lassen, ehe sie Holk und Richthofen losschicken. Gut. Und hier die Animation, Medien, da kann man nochmal, dass der Sprecher nochmal spricht, aber das machen wir. Starten wir! Sommer 1915, irgendwo über der russischen Front bei Wischnice. Umfliegen wir es?
Unsinn, wir fliegen mitten durch. Was ist passiert? Keine Steuerung mehr. Der Motor stottert. Keine Bange. Es wäre dumm, so unnötig den Heldentod zu sterben. Verdammt! Die Russen haben uns getroffen. Aufregend, Manfred, was? Aber wir leben. Allerdings wurde meine Ausrüstung ein Opfer der Flammen. Und ich habe nur Kamera, Pistole und ein paar Magazine. Ziehen wir los. Im Westen sollten wir unsere vorrückende Armee treffen. Ja, und ich muss einfach sagen, was ich an Empire Earth so liebe, sind einfach die Kampagnen. Und die kann ich immer wieder und wieder spielen. Ich finde die einfach so geil. Hier haben wir Albatros Wrack und hier haben wir Manfred von Richthofen und hier Graf Holk. Und jetzt werden wir auf ein paar Bauern treffen. Und der eine Bauer, Stanislav, Andrei und Josef. Wenn ihr Josefs Stimme hört, wenn ihr Larry 7 kennt, ihr müsst hören, das ist die Larry Leffer Stimme. Jetzt werdet ihr sie dann gleich hören. Jetzt. Meine Frau! Meine arme Frau! Guter Mann, was ist los? Russische Soldaten aus der Kaserne haben unser Essen gestohlen und meine Frau mitgenommen. Meine Brüder und ich konnten sie nicht aufhalten. Wir haben nur Heugabeln. Larry Leffer. Wenn wir helfen können, helfen wir. Würde ein echter Mann anders handeln? Ja, also die Stimme klingt vielleicht ein bisschen anders, aber es ist wirklich der gleiche Synchronsprecher wie von Larry Leffer. So, wir müssen die Frau des polnischen Bauern Josef retten. Die wird von russischen Soldaten gefangen gehalten und die Russen befinden sich ja hier. Die haben ja zu diesem Zeitpunkt Polen eigentlich besetzt. Beziehungsweise Polen gehörte zu Russland. Und jetzt ein bisschen Sport. Lass sie in Ruhe, du Dreckskerl! Deutsche! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen. Nein, nicht auf den armen Graf Volk schießen. Oh, Josef. Gott sei Dank, ich bin frei. Ja, sehr gut. Tja, und man merkt jetzt müssen wir dem Feind mit der Kamera trotzen. Jawohl. Meine Pistole ist leer. Ja, man merkt schon im Vergleich zu einfach, also die Trefferpunkte regenerieren viel langsamer und ja, es dauert auch viel länger, bis der Gegner ausgeschaltet ist. Also war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, schwer natürlich als Schwierigkeitsmodus zu nehmen. Aber naja, wir schauen mal, wie wir vorwärts vorankommen. Meine teure Sophia ist wieder da. Wie kann ich euch das vergelten? Wir suchen einen Weg durch den Wald nach Westen. Meine Brüder und ich helfen mit Freuden. Mein Kommandant? Jawohl. Eigentlich sollte ich die auch mal markieren. Ja. Die Bauern werden uns jetzt nämlich helfen. Kann ich die Sophia aus? Nein, kann ich nicht. Wollte ich das Sophia auch auswählen? Nein, die Bauern können nämlich hier den Baum fällen und dann haben wir nämlich hier einen Zugang. Gut. Und unser Albatros-Wrack. Ja. Ja, jawohl. 42 von 425 Trefferpunkten. Ja, gut. So. Wir haben geholfen, wir kommen durch. Also tschüssi. Jetzt solltet ihr sicher nach Westen gelangen. Nochmals danke, dass ihr meine Sophia gerettet habt. Was für ein Spaß. Ja, das haben wir doch gerne gemacht. Jetzt haben wir hier Zivilisationspunkte bekommen und in diesem Spiel, also ich sag das mal so, in der deutschen Kampagne,
Die Deutschen haben bereits schon bessere Panzer und Luftstreitkräfte und wir werden auch wirklich vor allem die Luftstreitkräfte werden wir ausbauen. Und zwar werde ich mal den Bomber Angriff. Was habe ich noch? 3 Punkte. Baut. So. Jawohl. Sehr gut. Natürlich. Wir gehen jetzt hier mal nach Norden. Ein altes Artilleriedepot. Wenn ich nah genug an solche Einrichtungen herankomme, kann ich sie fotografieren und unsere Mission ausführen. Machen wir das doch. Diese Anlage ist fotografiert. Wir setzen jetzt quasi unsere Aufklärungsmission, die wir eigentlich aus der Luft hätten machen sollen, setzen wir jetzt auf dem Boden, zu Fuß fort. Natürlich. Hinter feindlichen Linien, nicht ganz ungefährlich. Rechts rum oder links rum? Ja, mal rechts rum. Was für ein Sportsmann. Und am Anfang, wenn man das erste Mal spielt, stürmt man sofort nach Westen, weil man ja zu den deutschen Linien will, oder die irgendwo im Westen sind, wir wissen nicht wo. Aber man sollte hier sich die Zeit nehmen, was weil es lohnt sich. Also man bekommt noch Ausrüstung und so. Hier oben hat es nämlich auch noch Zeugs. Natürlich. Diese Anlage ist fotografiert. Was für ein Spaß. Wenn wir noch 2 Anlagen fotografieren können, haben wir die Informationen über den Sektor, die unsere Truppen brauchen. Manfred, in dem Gebäude waren Karten dieses Sektors. Natürlich. Ja, und wir sehen also, wir sehen also, es gibt, hier gibt's noch was, einen Flugplatz. Und hier gibt's Kasernen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen dorthin. Hier gäbe es auch noch Kasernen und hier auch noch, sind aber auch Kasernen, ja. Die gehen hier hin und hier hin, dann haben wir das 4. Ziel. Natürlich. Ja. Habe ich die eigentlich jetzt schon mal? Ja. Sehr gut. Gehen zuerst zum oberen. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Wir haben wieder Zivilisationspunkte. Bomber. Angriff 5. Jetzt wird immer teurer. Machen wir bei den Flugzeugen weiter. Angriff 2. Bauzeitsenkung machen wir auch. Nein, warten wir noch. Ich möchte lieber was anderes nehmen anstatt Bauzeit. Sehr gut. Wir haben in dieser Mission zwar noch keine Flugzeuge, aber dafür in den späteren Missionen. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. So, jetzt kommt gleich die nächste Anlage. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Diese Anlage ist fotografiert. Endlich eine Pistole für mich. Natürlich. Und auch Patronen für dich, Manfred. Sehr gut. So, die beiden Jungs sind jetzt also bewaffnet. Das heißt, wenn uns irgendwelche Gegner über den Weg laufen, können wir uns schon mal verteidigen. Das ist schon mal gut. Natürlich. Gehen über den Hügel. Sehr gut. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. So, und die letzte Anlage. Was für ein Sportsmann. Diese Anlage ist fotografiert. Fast kein Film mehr. Aber wir haben die notwendigen Bilder. Jetzt müssen wir es nur noch zu den deutschen Linien schaffen. Genau. Es kommt gleich eine Animation mit den deutschen Truppen im Westen. Die beiden laufen vorwärts, schon mal nach Männer. Oben. Jagen wir die Russen aus diesem Sektor. So, das ist der Prinz Friedrich, der deutsche Oberbefehlshaber. Wer greift an? Ah. Mein Kommandant, jawohl. Ja. Die müssen sich Stellung halten. Nein, nicht Speer. Stellung halten. Mein Kommandant, sehr gut. Wir werden angegriffen. Dein Arzt wäre nicht schlecht. Wir werden angegriffen. Mein Kommandant,
Sehr gut. Jawohl. Schon einen verloren. Mein Kommandant. Sehr gut. Wer ist verletzt? So, und jetzt bauen wir uns hier eine Streitmacht auf, und zwar, Darf ich behilflich sein? Zwei Pferde, ja, komm, ist ein bisschen viel. Preußische Leichte, Preußische Schwere, was ist das? Sein? Leichte Kavallerie. Mein Kommandant? Die haben noch den Dings. So. Sehr gut. Euer Befehl? Darf ich behilflich sein? Ihre Köpfe werden rollen. Darf ich euer behilflich sein? Euer Befehl? Darf ich behilflich sein? Und zwar, ich werde meine Armee wie folgt aufbauen, und zwar... Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Mir ist das Spiel leider abgestürzt, das hat sich einfach zugetan, und ich habe jetzt nochmal bis hierhin gespielt. Es kam gerade vom Prinz Friedrich der Befehl, wir können das hier nachschauen. Vorwärts, Männer, jagen wir die Russen aus diesem Sektor. Und ich habe mal die hier in Verteidigungsposition gebracht, die hier auch. Da habe ich da unten noch zwei Kavalleristen gefunden, die kann ich gut brauchen. Da habe ich nach oben geholt, deshalb muss ich da gar keine mehr bauen. Wir werden angegriffen. Haben wir jetzt genug? Jetzt werden wir schon angegriffen. Von wem? Was für ein Schloss. Ah, da. Natürlich. Sollten uns vielleicht ein bisschen weiter nach Norden bewegen. Wir bauen einfach mal, was ist das? Haubitze. Bauen wir einfach mal 10 Stück. Pferde haben wir genug. Hier bauen wir auch noch Maschinengewehr. Ja. Rüsten wir die auch gleich aus. Reichweite ist sehr wichtig bei der Maschinengewehr und Durchschlagskraft. Infanterie bauen wir auch aus. Und hier natürlich auch, hier ist vor allem die Reichweite ist wichtig. Ja, sehr gut. Mein Kommandant, jawohl. Sehr gut. Ja, jawohl. Brauche ich mir einen Arzt? Euer Befehl? Zuerst hier noch. So, das Kugel auf Maximum, naja, egal. Speicher, vielleicht hier noch. Ja, auch die Reichweite sehr wichtig. So. Jetzt speichern ist jetzt anscheinend ein Zivilisationspunkt zuerst noch. Flugzeug, Bomber. Restpunkte 1. Können wir nichts machen. Wir können speichern. Dass da wieder das Spiel abstürzt und ich alles nochmal machen muss. Das ist ärgerlich. Mein Kommandant, sehr gut. Darf
ewig behilflich sein. Ihre Köpfe werden rollen. Also die erste... Also ich mach so, ich mache, ich kann euch mal sagen, wie ich angreife. Die erste Gruppe sind drei Kavalleristen, und zwar sind die dafür vorgesehen, gegen gegnerische Artillerie vorzustoßen. Also sind quasi, sag ich jetzt mal, das sind die Panzer, die stoßen vor. Durchbruchstruppen, Panzer sind das eigentlich. Kavallerie. Dann die Artillerie ist klar gegen Gebäude und bauliche, alles was baulich ist vom Gegner, bauliche Maßnahmen vom Gegner, aber auch gegen Truppenansammlungen. Und der Maschinengewehr ist klar einfach zur Verteidigung der Artillerie. Jetzt haben wir hier schon 5, das ist schon mal gut. Nehmen wir die beiseite, das wären nämlich die 2, die 1, die 2. Und dann, wenn hier noch einer kommt, haben wir hier schon die 2. Und Ärzte baue ich auch noch. Eine. 1, 2, so. Darf ich mein Kommandant sein? So. Gut, können wir das erste Mal angreifen. Darf ich behilflich sein? Erledigt, mein Kommandant? Jawohl. Wir bauen aber in der Zwischenzeit nochmal weiter, wieder. Soll der Geist kommen, dann haben wir genug. Mein Kommandant, sehr gut. Euer Befehl hat es erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Uns am Norden, im Norden, beziehungsweise... Euer Befehl betrachtet es als erledigt. Mein Kommandant, darf ich behilflich sein? Was für ein Sportsmann. Euer Befehl? Darf ich behilflich sein, mein Kommandant? Wer fährt der denn hin? Oh, jetzt aber. Mein Kommandant. Sehr gut. Euer Befehl achtet es als erledigt.
Oh shit. Irgendwo eine Schaden.